Was für ein Spiel hier in der Mercedes-Benz Arena. 5:4 in der Overtime gewinnen die Eisbären gegen die Liga-Neulinge, die Löwen Frankfurt. Einer der Torschütze aus Berliner Sicht, Frankie Maurer. Und wir haben eine Menge zu bereden. Also Frankie, im Football, in England zumindest, sagt man, it's a game of two halves. In Hockey könnte man sagen, ist ein Spiel mit drei Dritteln, denn der letzte Drittel war nicht unser. Ja, ich meine, das sieht sich so ein bisschen durch die ersten Spiele. Wir haben auch noch nicht das Mittel gefunden, 60 Minuten gut zu spielen. Ich meine, wir waren die ersten 40 Minuten klar überlegen. Eigentlich hatten die Löwen heute keinen Auftrag hier. Und im letzten Drittel haben wir völlig den Faden verloren. Und das passiert einfach nur, wenn du aufhörst zu spielen. Ja, und das ist uns die Spiele vorher passiert. Und ich denke, das heute war eine wichtige Lektion, dass du gegen keine Mannschaft aufhören darfst zu spielen. Weil, ja, es kann dich beißen. Und am Schluss haben wir gewonnen. Das nehmen wir mit. Aber richtig glücklich damit ist, glaube ich, keiner. Vielleicht mal einer, der vielleicht mal ein bisschen glücklich ist, ist Juho Markkanen. Sein Liga-Debüt, der hat keinen Sieg eingefahren im Vorsaison oder in der Champions League. Sein erster Sieg für die Eisbären, das gibt die Junge ein gewisses Selbstvertrauen, oder? Ja, für ihn ist es eine schöne Sache. Dafür freuen wir uns auch sehr, weil hat er sich verdient. Er hat toll gehalten, ja, und einfach für sein Selbstvertrauen. Er ist ein junger Torwart, da braucht er einfach Siege und das tut einfach, glaube ich, gut. Das ist Balsam für die Seele, nicht nur für ihn, auch für uns. Ich hoffe, dass wir jetzt eine Serie starten können. Wir haben das gleiche Top-Gegner vor der Brust. Und ich denke, dass wenn wir da unser Spiel 60 Minuten bringen, sind auch drei Punkte drin. Denn hören wir auch mit etwas Positives. Die ersten beiden Drittel da mit dieser 14-0-Führung, dass wir einfahren konnten. Wie zufrieden waren Sie mit dem Offensivdrang von der Mannschaft heute? Ja, sehr. Stimmt. Wir haben viele, viele gute Chancen kreiert, gute Möglichkeiten gehabt, gute Cycles in deren Drittel gehabt, eingeschnürt, Offensive kreiert, nichts zugelassen. Ich glaube, der Trainer sagte, wir hatten 13 Schüsse gegen uns in zwei Dritteln. Ich glaube, die beste Offensive kommt von einer Defensive und das hast du gemerkt. Im letzten Drittel hatten wir nicht mehr die Möglichkeiten, aber wir haben hinten zu viel zugelassen. Aber so ist das im Eishockey. Ich denke, heute haben wir nochmal was gelernt und wir schauen jetzt nach vorne. So, und dein Scoring-Streak wird fortgesetzt gegen deinen alten Verein am Mittwochabend. Wir freuen uns auf Red Bull München. Ja, davon gehe ich aus. Dankeschön, Frank Maurer. Danke.